Smart-Sache. Ihr seht, ich habe ein weiteres Paket von Kumi bekommen. Das wollen wir mal öffnen. Oder vielmehr, Lola hat schon geöffnet und hat das Klebeband abgezogen gestern Abend. Ich habe das Paket gestern schon geholt und heute öffne ich es. Mir ging es ja gestern nicht so prickelnd. Wollen wir mal gucken, was drin ist, oder? Wir müssen es ja nicht mehr aufmachen. Weil es ist halt schon echt großes Paket. Ne? Ja. Irgendwann lerne ich das mit der Kamera noch, mit dem links, rechts und so weiter. Ist immer ein bisschen seltsam, oder? Ist immer seltsam, sich selbst in der Kamera zu sehen und gucken, was man eigentlich treibt. So, wollen wir mal gucken? Ja, das ist ein Brief, der war ja für mich, hat mir der liebe Kumi geschrieben. Ich glaube, den lese ich nachher auch mal durch. Der ist ja nicht fürs Video. Wir haben einen Kalender. Oh. Werden wir 2020 überleben? Ich habe schon mal einen Kalender. Mit den Bildern anscheinend alle. Ja, so es aussieht, die ich ihm mal gezeichnet habe. So durchblättert. Es geht mir mit der Folie nicht so gut. Aber ich habe einen Kalender schon mal. 2021 kann kommen. Ja. So. Oh ja. Geht das so? Ja. Ja, fast. Kalender. Dann haben wir. Was? Ein Badeanzug. Wie funktioniert der? Warte. Nee, halt, das ist anders. So rum. Der hat auch verdächtig wenig Stoff an sich, der Badeanzug. Ist hinten offen. Okay, ich glaube, so rum. So rum stimmt's. Jetzt muss das Wetter nur schön werden, dann kann man auch mal einen Badeanzug anziehen. Momentan regnet es die ganze Zeit bei uns. Ist entweder wolkig oder regnerisch. Ab und zu scheint mal die Sonne, aber vielleicht für eine Stunde oder zwei. Ich kann mich in die Badewanne setzen. Badeanzug und in die Dusche. Mal gucken. Alles klar. Noch ein Brief. Nee. Ein USB-Stick und Sticker. So. Ach, die Bildchen auch nochmal als Sticker. Auf. So klein und süß. Mal gucken, wo ich die hinmache. Ich glaube, die kommen bei mir einfach in die Merch-Kiste. Ich habe so eine ganze Kiste mit Merch-Artikel, wo alles Mögliche drin ist. Da habe ich auch einen Ordner mit Stickern von, ja, Gott weiß was allem. Die kommen, mache ich auch dazu. Dann verliere ich die nicht, weil die sind halt so klein. Voll süß. Voll kleine, kleine Sticker. Ja. Und da ist auch so kleine USB-Sticks. Na, mal gucken, was schnell drauf ist. Wir mal angucken, wenn ich mal Zeit habe momentan. Ohne DVD. Müsste ich halt nur mal Zeit haben, was zu gucken. Ich habe auch noch zwei Filme. Deadpool 2 und Venom habe ich mir mal gekauft beim. Bei, keine Ahnung, Aldi, Rewe? Keine Ahnung, irgendwo gab es die mal für einen Fünfer oder so. Nicht dazu, irgendwas zu gucken momentan. Na, irgendwann hätte ich ja wieder Zeit haben. Oh, ein Cosplay. Also Sinatra-Cosplay. Was ich eigentlich auf der Leipziger Buchmesse. Ja. Warte mal, ich habe eine Idee. Ich bin gleich wieder da. So. Ich würde euch meine Freundin vorstellen, die Dörte. Oder? Hat da einen langen Hals, aber fast schon. Jetzt ziehen wir jetzt mal das Cosplay an, weil so auf die Schnelle will ich es jetzt nicht anziehen. Aber dafür gibt es dann bestimmt auch mal ein Video oder wenigstens mal ein paar Bilder. Auf Instagram oder Facebook mal ein paar Cosplay-Bilder her. Ich habe so lange nicht mehr gecosplayt. Na, Lola, ist eine Perücke, will sie aufziehen? Nee? Heute ist mir unheimlich. Ich mach die schnackig. Ah, da kommt die Glätte nie. Das riecht gut. Mäuschen, komm her. Ja, Mäuschen, komm her. So, ja, Lola. Okay. Hund beiseite. Mal gucken. Ist das eine Hose? Nee, ein Pulli. Wo kommt der? Ist der richtig rum? Dörte muss jetzt mal herhalten. Ich hoffe, ich klappe. Über die rüber.
Immerhin Dörte passt der schon mal. Wenn es mir besser geht, mache ich auch mal das Cosplay fertig. Gibt es mich mal zu sehen als Hinata. Vielleicht mal ein Video draus, aber wenigstens Bilder werden auf Instagram oder so kommen. Da freue ich mich schon drauf, lange nicht mehr gecosplayt. Aber der muss unbedingt gebürstet werden. Fransen, Fransen, ja. Oh, ich glaube, ich muss den Zopf. Oh, die muss echt mal ordentlich gebürstet werden. Ist ein Paket so gegrüßt? Ich glaube, das ist aber die Perücken an für sich, die sind manchmal so knotig, fusselig. Oh. Andere Haare. Halten die auf deinem Kopf? Ja, ordentlich. 1A, oder? Die Dote wird hübsch. Ich seh so fett aus neben ihr, weil die ist einfach nur so dünn. Nächste Jacke. Ich hätte vielleicht erst die Jacke anziehen sollen und dann die Haare. Lass die Figur stehen. Ja, oder? Nicht den Kopf verlieren. Auf dem Styroporkopf ist das auch mal ein bisschen schwierig. Der ist so rutschig. Das hält irgendwie nicht. Ich habe bei dem anderen. Ja, bei der weißen Perücke habe ich so ein Pad drunter mal gelegt, das besser hält. Okay, Leggings kann ich hier nicht anziehen, weil. Ja, Dörte hat halt keine Beine. Ist mit der Hose schwierig. Schuhe funktionieren ohne Beine auch nicht. Mein Stirnband. Oder soll die Lola das kriegen? Nee, du kaufst das nur an. Die Nat hat das um den Hals. Ich muss gerade überlegen. Die hat das nicht auf der Stirn. Ist praktisch, so eine Puppe zu haben. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die habe. Die habe ich irgendwo mal. Ich glaube, die hat meine Mama sogar mal mitgebracht von der Fruchtgrube. Wo sie arbeitet. So, ich mache auch keinen festen Knoten rein, einfach nur so. Okay. Also mit den Haaren gestaltet sich etwas schwieriger, die will ich ja nicht mit einknoten. So, 1A, oder? Ja, wie gesagt, Schuhe sind ein bisschen schwierig bei ihr. Ohne Füße geht das halt schlecht. Ich kann mir Socken anziehen, aber meine Füße sind nicht hübsch, die wollt ihr, glaube ich, nicht sehen. Generell Füße sind. Ich glaube, Füße sind bei keinem hübsch. Obwohl, es gibt da, glaube ich, ein paar Leute, die widersprechen mir damit, hübschen Füßen, aber ich finde Füße nicht hübsch. So, egal. Komplett vom Thema abgekommen. Ja, mit Dörte. Hinata. Ich werde das auch demnächst mal anziehen, wenn es mir besser geht. Gibt's auch bestimmt mal. Ich finde bestimmt einen, der mit mir Fotos macht. Dann gibt es mal ein paar Cosplay-Fotos von mir. Vielleicht auch mit dem Badeanzug. Vielleicht setze ich mich in die Badewanne oder so. Weil draußen geht's nicht. Ich kann mich in den Teich setzen. Ich glaube, ich will mich aber nicht in den Teich unbedingt setzen. So, dann danke dir, lieber Kumi. Ich hoffe, das ist jetzt fürs erste Mal okay. Wie gesagt, sobald es mir wieder besser geht, gibt's auch Fotos von mir mit Cosplay. Vielleicht mit beiden, mal gucken. Ich kann mir auch den nicen Cowboy-Hut aufsetzen. Oder hier, fescher Cowboy-Hut. Passt perfekt zum Badeanzug. Oh hier, Dörte kriegt ihn. So, Cowboy, Hinata. Tada! So, okay. Wie gesagt, danke dir. Ja, wird schon jede Menge Spaß, einfach nur, dass Dörte jetzt was anhat. Das jetzt erstmal so. Wie gesagt, ich verspreche dir ganz, also generell euch, es gibt mich auch bald als Hinata zu sehen. Entweder auf Instagram oder auf Facebook oder auf beiden, ich weiß es noch nicht. Vielleicht mache ich auf meinem Zweitkanal einfach mal irgendwas, wie ich mich umziehe oder Gesicht wenigstens schminke, weil ich glaube, umziehen ist nicht so geil auf YouTube. Ich glaube, die stehen da nicht so drauf, wenn da irgendwo nackig einer steht. Badeanzug würde, glaube ich, gehen. Ich glaube, da hat YouTube nicht so gehen, weil da ist ja bedeckt alles. Ich habe bei mir getrunken, so viel Oberwelt, darum ist nicht. Tja.
Tschüssi.